Moin moin und herzlich willkommen zurück. Oh cool, da verbeugt sich die Feuerhüterin gleich mit. Gut, dann wollen wir mal die Seelen ausgeben, die wir letztes Mal hart erkämpft haben. Zumindest beim zweiten Drachen, also der war wirklich eine Sache für sich. Waffe verstärken. Ich wollte doch Waffe verstärken und zwar mein Schild auf plus 10 machen. Bumm. So, dann kriegen wir jetzt, wie viel Hollowing habe ich? Ausfüllung 40. Dann kriegen wir jetzt mit dank diesem Schild plus 5 zu Glück und haben somit 30. Das ist schön. Ich wollte noch irgendwas kaufen. Mal ein bisschen Blitz. Ich habe ja echt gut verbraucht. Und das kann man eigentlich immer gebrauchen. Deswegen packe ich mal ein bisschen mehr in die Tasche. Und dann ist gut. So. Dann wollte ich nochmal ganz kurz nochmal zurück. Ich glaube hier unbehütete Gräber, ja. So, denn weil wir den Drachenblutritter, was auch immer, getötet haben, kriegen wir jetzt nochmal. War das etwa woanders? Ich weiß, da oben ist noch ein Item, aber das ist unwichtig. War das nicht direkt hier? Muss ich mal ganz kurz gucken. Kann auch sein, dass das nicht hier, sondern jetzt muss ich mal gucken. Ja, wo war das denn? Wo ist der denn? Wahrscheinlich hier, ne? Osiris. Meine Güte, ey. Orientierung gerade kurz verloren. So, hier war Osiris. Und hier hatten wir auch das erste Mal eine Begegnung mit diesen komischen Drachen, Nexen, Schlangen, was auch immer, Menschen. So, hier wusste ich es doch. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen viel Information gestreut. Denn diese Geste kriegen wir hier. Und jetzt, da wir den Drakenblut-Dingsens getötet haben, kriegen wir hier auch die Drakenblut-Rüstung. Sieht auch ganz, ganz nett aus. Mal wollte ich mal gucken, ob die vielleicht auch optisch hierzu passt, zu unserem... Nee, passt nicht ganz. Wobei es würde, glaube ich, passen, wenn ich die hier ändere. So irgendwas Leichtem, aber ich sehe schon, ich habe nichts Leichtes mehr. Beziehungsweise müsst ihr dann die Handschuhe ändern. Ich guck mal ganz kurz, ob man das irgendwo machen kann. So könnte ich das machen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das passt nicht hundertprozentig, oder? Nee. Ich bleib wieder bei dem, was ich vorher hatte. So kann ich auch... Das weiß ich natürlich nicht. Die Wolfsritterhandschuhe hatte ich so. Und meine Lieblingsgamaschen, die von Halorian. Von den Zwillingsprinzen. So, sieht doch ganz fresh aus. Gut, genug gelabert. Das Video auch schon kürzlich 4 Minuten verlängert. Das geht natürlich gar nicht. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Und dann würde ich einmal gerne hier lang laufen. Aber zuerst würde ich mir, glaube ich, gerne mal eine Glut reinklatschen. Aus bestimmten Gründen, die ich dann wahrscheinlich noch erzählen werde. Da, ich habe es gehört. Hier müsste jetzt Hawkwood sein. Ja. Kennt man aus dem Feuerbandschrein. Ich beschwöre den mal. Weil es gibt eine Quest mit dem.
So. Und da kann er mir auch ein bisschen helfen bei diesen wunderschönen Gegnern. So. Tja, denn Hawkwood war einmal bei der Untoten Legion, falls sich jemand erinnert. Und dort ist er desertiert und hat auch eine andere Waffe und ein anderes Schild als die, die sie tragen. Und ich kann es mal so sagen, es passieren hier Dinge. So, aber dazu komme ich gleich noch. Also theoretisch kann ich ja mal ein bisschen Blitz drauf machen, denn wie man weiß, diese Drachen-Echsen-Kreaturen sind anfällig gegen Blitz in Dark Souls. Und auch schon seit dem ersten Teil, also... Zack, 8 Gegenstand aufnehmen. Große Titanit-Share, das ist schön. Ja, Hawkwood ist ein bisschen speziell, deswegen prügelt er da noch auf die Luft ein. Fick dich, Alter. Ah, so. Also die sind fast gar nicht nervig, wenn ich mal ehrlich bin. Oh. So. Gut, im Hintergrund hört man die ganze Zeit eine Glocke läuten. Ich komme noch dazu, was es damit auf sich hat. Erstmal sammle ich diese Asche ein. Und diese Asche ist sehr wichtig, würde ich mal behaupten. Vor allem für Endbuch. Muss ich jetzt aber aufpassen, dass Hawkwood nicht stirbt. Wow. Jetzt werden wir. Genau jetzt werden wir invaded. Und ich glaube. Ja, wobei. Ich könnte es überleben, aber. Mit dem Invader ist es dann doch etwas nerviger. Ach, da hinten ist er schon. Wow. Muss man hier einfach jetzt beeilen, um den hier fertig zu machen. Um Hawkwood zu Hilfe zu kommen. Ist natürlich schön, dass er mir die Quest kaputt macht. Aber ich kann ihn später nochmal beschwören. Oh, verdammt, da ist noch so ein großer. Fuck. Das ist natürlich jetzt ungünstig mit dem. mit den mehreren Gegnern hier. Wow. Dass uns das noch getroffen hat. Das ist natürlich blöd mit der Echse dann noch. Im Schlepptau. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Und natürlich heilt er. Ich heile mal nicht, damit er ein bisschen unvorsichtiger ist. Aua. So, jetzt muss ich heilen. Ah, oh, ist das nervig. das einzige Problem, was ich gerade hier habe, ist die Echse, also. Ah. So alleine wäre jetzt kein Problem gewesen, aber ich musste ja gerade davon laufen. Und das Problem ist, ja, ich würde diese Quest gerne machen mit Hawkwood, deswegen muss ich es nochmal machen. Und das hat man davon, wenn man diese psychologischen Spielchen macht und nicht heilt. Es kann auch nach hinten losgehen, habe ich gehört. ah, verdammt, ey. Naja. Was soll's, gehört dazu. So, ist mein Mikrofon an? Ja, okay, gut. Ein Blitzstein habe ich bekommen, ist natürlich schön. Brauche ich nicht, aber es ist schön. Alter, ich hasse ihn so sehr. Stirb einfach. Gucken, droppt da was? Ja, danke. Gut. Oh, Alter, ey, ich hasse das so sehr. Ja, ich...
Aber keine Ahnung. Derjenige, der sich diese Gegner ausgedacht hat, ist kein netter Mann. Oder keine nette Frau. Ich mag es nicht. Wäre natürlich schade, wenn Hogwarts sterben würde, aber ich sehe, der hat noch ein Leben. Beziehungsweise hat geheilt. Aua. Hogwarts stirbt einfach nicht, okay. Ich konzentriere mich auf einen, damit wir weniger Gegner haben. Wie gesagt, die mit den Ketten sind echt bescheiden. Niemand mag euch, geht weg. So, Scherbe. Danke, danke, danke. Ah, hier liegt noch ein Item, aber... Ach, da macht er Feuer. Toll. Ach Gott. Also man merkt schon, dass das Gebiet hier optional ist, denn das Geschrei wäre groß von den Leuten, die Dark Souls spielen wollen, es aber so einfach haben wollen wie möglich. Da kann ich mir das Geheule dann gut vorstellen. Ach ja, vor allem mit dem Boss. So, hier müsste jetzt eigentlich alles Paletti sein. So, denn hier oben gibt es... Ja, was gibt es denn? Gar nicht. Es gibt gar nicht. Aber ich... Passiert was, wenn ich mich hier hinsetze? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber mit Hogwarts passiert was. Und zwar setzt er sich hier auch hin. Ah, und ich kriege den funkelnden Drachenkörperstein. Und Hogwarts verschwindet. Jo. Hogwarts ist weg. Ja, dazu komme ich gleich noch. Gut. Gut. Also dieses Gebiet ist jetzt auch nicht wirklich groß. Es geht jetzt noch einmal kurz hier hoch. Und dann gibt es noch den Boss. So. Ist ein kleines Gebiet, aber es hat so ein bisschen in sich. Wenn ich mal ehrlich bin. Hier gibt es noch eine Truhe. Eine kleine schnicke Truhe mit Funkeltitanit und einen von den Arschlöchern. Hätte ich aber mal gekonnt ignorieren werde. Oh, jetzt gibt es auch noch etwas Lustiges. Wenn sich bestimmt Leute an diesen Dude erinnern. Denn hier ist einfach mal Havel. Man kann sich, glaube ich, nicht anschleichen, deswegen... Ach verdammt, ich war nicht nah genug dran. Kacke. Das war knapp. Also er bewacht hier noch eine Scholle, war das, glaube ich. Ja. Und er ist auch nicht ganz so einfach. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Verdammt. Und wie man sieht, er hat eine Menge Leben. Eine wirklich Menge Leben. Das tut schon fast weh, aber naja. Ah, gut. Das funktioniert. Wenn man schnell genug ist, kann man nach dem Parieren und bevor man repostet, kann man noch ein Bündel drauf machen. So, wenn man schnell genug ist, kann man das halt auch nicht PvP machen. Oh Gott. Ich habe Angst, denn... Oh. Sowas kann immer wieder schnell passieren und oh Gott, zum Glück hat er mich nicht getroffen. So, das bestrafe ich natürlich. So, das Problem ist, wenn er die Waffe zweihändig führt, kann ich ihn nicht mehr parieren. Das ist... Aber das Schöne ist, er hat gerade gebufft sein Schild und das macht ihn sehr langsam. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich, Gut, das passt schon. So, das Beste ist eigentlich, wenn man ihn ausblutet. Vor allem... mit dem Dolch habe ich das mal rausgefunden. Mit dem Banditendolch. Das hat ja auch Rückungsschaden drauf. Und damit kann man ihn
lustigerweise staggern, denn das Poise-System im dritten Teil funktioniert ein bisschen anders. Also wenn man dann einen guten Hit bekommt, muss mein Handy ausmachen. Muss ich mir merken zur nächsten Folge, beziehungsweise gleich. Aua, 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 aua. Oh, toll, ey, das... Ah. Okay, gut. Ah, verdammt, ich dachte nicht, dass das nochmal macht. Oh Gott, es ist immer wieder eine Freude, gegen Havel zu kämpfen. Vor allem hier. Aua. Aua. Ich hoffe, er heilt nicht. Bin nicht sicher, ob er es noch kann. Ich glaube nicht. Ach, puh. Puh. Ich gebe es gerne zu, es ist immer wieder schweißtreibend. So, wir haben Drachenzahn und seine Waffe und sein Schild bekommen. Und ich, ganz ehrlich, im Prinzip ist das jetzt durch, was wir hier haben. Deswegen gehe ich nochmal kurz zum Feuerbandschrein. Joa. Ich verkaufe, die Schattenasche gebe ich her, die ich ja bekommen habe. Und mit der Schattenasche können wir jetzt Titanitbrocken kaufen und ein paar andere Sachen, was echt geil ist. Denn so viel bekommt man da jetzt auch nicht und man kommt später auch noch eine Scholle, die man kaufen kann, was auch gar nicht so schlecht ist. Gut, Sachen verkaufen. Ich verkaufe mal ein paar Seelen. Joa. Ein paar. Und level nochmal auf. Im Prinzip. Ja, dreimal auf Geschick. Glaube ich, war das so? Denn der Ring, den ich jetzt gerade nicht habe, der bringt ja auch nochmal. Auch nochmal drei. Oh, irgendwas stimmt da in meiner Rechnung nicht gerade. Zwei Level noch. Naja, muss man mal gucken. Dann hätte ich ja theoretisch noch... Ja, keine Ahnung. Packe ich da auch einfach ein Geschick rein, dann ist gut. Denn ich möchte den Charakter nur bis Level 100 bringen. Damit ich damit später auch ein bisschen PvP machen kann. So. Aber... Oh, you've returned that crestfallen ass Hawkwood. He handed me this. He's changed a great deal since he left it. Raven of face, he asked me. Hogwarts Grasklinge. Now that what would you have me some? Oh, but if you find anything with Jo, gut, das Ding ist nämlich, wie soll ich das sagen? Er war halt einer von den, von der Untoten Legion. Die haben so den Abyss beschützt, so, ne, so Artorias-mäßig und so. So, sozusagen waren die Anhänger von Artorias. Und er ist halt desertiert, weil er halt nicht dran geglaubt hat. Und als er dann mit uns bei dieser Mission war, hat er im Prinzip einen neuen Sinn in seinem Leben gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber er möchte einen neuen Weg einschlagen. So, Nachricht von Hawkwood, beim Schmied aufbewahrt. Blutbefleckte Grasklinge von Hawkwood, dem Deserteur der Untoten Legion. Traditionsgemäß überbringt die Untoten Legion mit der Grasklinge nur die gravierendsten Nachrichten. Hier. Kommt zur Fahren Mausoleum, nur einer kann dem Pfad der uralten Drachen folgen. Also, der Typ ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Und nimmt das etwas zu persönlich, glaube ich. Und jetzt möchte er ein Duell auf Leben und Tod, und zwar genau hier. So, denn er möchte... Wie er da steht, ey. Denn er möchte diesem Pfad alleine begehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt... Er ist halt ein bisschen, ja, Dark Souls-mäßig. I should have known. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. So, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber bei mir war er gerade sehr leise.
So, das Schöne ist, es ist zwar ein Ultra-Großschwert, aber er hat es gerade in einer Hand und das kann man parieren. Tja. Ich hätte Blut gar nicht drauf machen müssen. Ja. Wollen wir es noch ein bisschen demütigender machen und die mit Wurfmessern besiegen? Nein, er kann heilen, verdammt. Hätte ich bloß die Klappe gehalten. Ah, gut. Aua. Sollte heilen. Sollte nicht so cocky sein. Gut. Machen wir mal. Hast du zumindest ausgeblutet? Aua. Ich wollte mich gerade drehen, hast du es nicht gesehen? Ich hasse dieses Schwert, ich hasse es so sehr. Weil es einfach diese scheiß Dreier-Kombo hat. Und ja, gut, ich... Ja, passt schon. Machen wir ihn halt fertig, ne? Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Also ich hasse diese Schwerter. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich hasse sie. Aua. So, meine Güte. Ach komm. So. Oh, 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 oh. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgeführt habe, aber ich sehe echt sexy aus, gar ne? Aber wenn man diese Dinger benutzt, wird man zum Drachen. So. Und diese Drachenform ist echt nicht wirklich eindrucksvoll. Also. Und das Lustige ist, wenn man bei, gegen ihn in diesem Kampf verliert, klaut er einen die Drachensteine. Und ja. Also man kann damit noch ein bisschen mehr machen. Wenn man ein Drache ist, dann kann man halt auch ein bisschen ein bisschen Feuer spucken. Aber es ist schlecht. Seien wir ehrlich, es ist schlecht. Das haben sie in diesem Teil echt nicht gut umgesetzt. Deswegen benutzt es eigentlich auch fast keiner. Und das Problem ist, ich bekomme das Drachengedöns auch erst dann weg, wenn ich sterbe. So, darf ich mich jetzt wieder anziehen? Das ist immer wieder schön. Aber es geht ja schnell. Ich weiß ja, was ich anhatte. So, da sind wir wieder. Gut. Dann heißt es jetzt eigentlich nur noch den Boss besiegen, den es hier gibt. So, und je nachdem, also die Zeit ist eigentlich vorbei, aber je nachdem, wenn ich den Boss jetzt beim ersten Mal schaffe, schneide ich das nochmal hier hinten ran. Wenn nicht, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal oder bis gleich oder wie auch immer. Ciao.